So, Freunde, hier geht's weiter mit Minecraft, das Megaprojekt. Und wie ihr hört, ich bin ein bisschen krank. Das ist natürlich weniger schön. Aber ich will trotzdem für euch ein paar Videos aufnehmen. So. Das habe ich mir gedacht, das müssen wir wohl doch anders machen. Denn das gefällt mir so gar nicht. Das passt irgendwie nicht. Ich habe schon eine Idee, wie das ganz gut werden kann. So muss das leider hier nochmal alles ab. Oh, los, schneller. Ja. So, eigentlich könnte ich mein anderes Haus dann auch irgendwann abreißen. Dann hätte ich wenigstens noch ein paar Rohstoffe. Aber gut, machen wir hier erstmal ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. So, jetzt kommt nämlich das alles. So, gut, nicht, dass ich das Haus aus Versehen mit Eis einreiße. Das wäre doof. So, ich hoffe natürlich, dass ich das so hinkriege, wie ich das in meinem komischen Kopf habe. Das wäre top. Da. Oh ne, jetzt wird es schon wieder Nacht. Und des Nächtigens. Muss ich auch erstmal schlafen. Ach Quatsch. Das mache ich schnell. Habe ich hinter mir gebracht, dann schlafen. Dann kann ich mich schnell weitermachen. So. Also, so läuft er erstmal hier rein in seine Hut. Das ist ja in Ordnung. Schöner großer Platz sozusagen. Ich habe dort viel Platz. Und jetzt muss ich das. So ranbauen, dass man dann, okay, eventuell das so. Und dann muss das immer abgekloppt werden. Ach Quatsch. Jetzt muss ich das wieder ran machen. Und das. Ja. So werde ich das machen. Man dann im Endeffekt genug Platz, weil es auch voll kacke aussieht. Ach man, tja, das ist immer so ein Ding für sich, wa? Sag ich mal. Mann, ey. Dann komme ich mit dem Drücken hier schon wieder. Nee, das gefällt mir auch nicht so richtig.
Ich hab eine andere Idee. Ich hab schon die nächste Idee. Dazu muss ich natürlich wissen. Ich meine, das war auch ziemlich unsicher. Fällt man auch eventuell mal ab oder runter. So, ich gehe hier lang. Da muss leider noch mehr. So. Und dann kommt die Treppe da hoch. Das muss. Na, was ist denn nun? Oh ja. Also manchmal muss ich sagen, dass die Steuerung hier ein bisschen hippelig. So. Das passt schon mal ganz gut. Dass ich dann hier so lang gehe. Aber ihr seht, das ist natürlich dann alle gefährlich. Dann bräuchte ich eigentlich. Also so von der Idee ist natürlich schon ganz gut. Ne? So, aber damit es besser aussieht, jetzt habe ich es auch, werde ich das ganz einfach machen. Und zwar durch das an. So. Muss ich kurz überlegen. Rein theoretisch muss ich jetzt das. Nein, nicht so lang. Das. Dann ist man natürlich hier. Aber noch nicht hoch genug. Also muss das doch noch weiter gemacht werden. Gut, es dauert jetzt halt ein bisschen, war, ehe man hier das so perfekt hat. Und aber ich mach mal einfach nur aus optischen Gründen den weg. So, das ist wie gesagt nur Optik. Jetzt muss das Ganze wieder weg. Also eigentlich nur das und das. Und noch dies. So, und ihr seht. Ach Mensch, ich bin blöd. Ich bin ja so blöd. So, und dann mache ich hier die Treppe hoch. Ja, das klappt dann. Und dann habe ich meinen Platz, meine Treppe. Okay, ich hoffe, ihr versteht das jetzt, wie ich das mache, dass da die Treppe hochgeht. Da kommt das nächste Stockwerk und da kommt dann ein ähnliches Plateau hin. Oder genau das gleiche. Und dann sollte das alles gehen. So, da steht jetzt aber. Ah, da kommen wir auf. Das dauert ja jetzt ewig hier, das Ding zerreißen. Aber ich wollte das ganz gerne dort schon mal alles reinstellen. Jetzt weiß ich nur nicht, wenn ich das Ding kaputt mache, inwieweit der irgendwas da mitnimmt, speichert. Das
weiß ich jetzt nicht, deswegen nehme ich das mal alles hier raus. Meine ganzen guten Rohstoffe, die ich später eventuell noch brauche. So, Stein habe ich ja auch einiges schon. Ey, was ist los hier? Ach, Kies und Stein ist was anderes. Pflasterstein zu Pflasterstein. Haben wir eine Tür noch. So, dann kann ich mich dieses Haus auch abreißen. Das brauche ich ja dann nicht mehr. Und kann das schon mal in meine neue Hut reinstellen. So, bis das alles fertig ist, nehme ich noch das unterste Stockwerk zum Hausen. So, das habe ich jetzt erstmal wieder. Kommt die Werkbank gleich dahin. Sag mal, hat er den Ofen jetzt ja nicht genommen oder was? So, jetzt brauche ich aber trotzdem mal eine Axt. Eine Steinaxt. Die ganzen Sachen kommen jetzt erstmal wieder hier rein. Schaut mal, wie viel Dschungelholz ich habe. Und daraus wird dann auch mein nächstes Stockwerk. Und der Rest des Hauses wird aus Dschungelholz. Und ja, überlege ich, ob ich oben noch auf das Haus dann einen Turm baue oder sowas. Der dann eventuell mal aus Birkenholz gemacht werden kann. Aber gut, das ist noch ein langer, langer Weg bis dahin. So, dann brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber ich will jetzt mein Haus hier einreißen. Ah. Oh, was habe ich denn hier drin? Auch sehr viel Zeug, was ich eventuell noch hier brauchen kann. Sonst hätte ich gesagt, probiere ich das mal mit dem Kaputtschlagen. Und aber hier kann ich die ganzen schönen Goldbarren, Smaragde und so, wenn die weg sind, Alter, ist scheiße. So, Goldklumpen. Faden, Faden, Faden. So, Setzlinge, Blumen, irgendein Gesöff. Fleisch, ein Bonbon oder was? Ne, ein Spinnauge. Ist ja fast das Gleiche. So, dann haben wir die Umsiedlung nämlich auch schon mal schön geschafft. Und Gemälde kann ich mir dann auch mal ranhängen. Wobei ich hätte eventuell ja auch die Kiste hier erstmal stehen lassen können. Aber gut, irgendwann muss ich es so oder so machen. Wisst ihr? Da kann ich das jetzt machen. So, jetzt wird es nämlich schon dunkel. Es ist schon dunkel. Zum Glück habe ich die Tür zugemacht. Bin hier. So, mach die Tür zu. Und jetzt habe ich schon wieder ein Problem. So, den hat er hier gleich mit drin gemacht bei den Truhen. Ach Mann, wähl die aus. Mann, stell ich hier gleich. Achtet jede Jahr nicht. Gut,